Meatloaf ist tot, der Sänger und Schauspieler. Bürgerlich Marvin Lee Adai ist am Donnerstagabend im Alter von 74 Jahren gestorben, wohl an Corona. Bekannt war er vor allem für sein Album Bed Out of Hell und die Rolle des Eddie in der Rocky Horror Picture Show. Der Sänger und Schauspieler Meatloaf ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Am Donnerstagabend sei Marvin Lee Adai, wie er bürgerlich hieß, mit seiner Frau Deborah an der Seite verstorben. Das sagte Meatloafs langjähriger Agent Michael Green gegenüber dem Portal Deadline im Namen der Familie. Wie das Promi-Portal TMZ berichtet, hatte Meatloaf Anfang der Woche ein geschäftliches Abendessen abgesagt, weil er an Corona erkrankt sein soll. Sein Zustand habe sich rapide verschlechtert. Ob der Sänger geimpft war, ist nicht bekannt. Allerdings hatte Meatloaf in den vergangenen Monaten mehrfach öffentlich die Einschränkungen wegen Covid-19 beklagt. Im August sagte er der Pittsburgh Post-Gazette: "Wenn ich sterbe, dann sterbe ich, aber ich lasse mich nicht kontrollieren." Auch zweifelte er die Wirkung von Masken an. "Die Masken, die wir alle tragen, nutzlos sind. Aber das weiß ich schon seit 6 Monaten. Sie bewirken nichts, sie halten einen nicht davon ab, Covid zu bekommen. Sie sind nur lästig und verursachen ein Jucken in der Nase, so dass man nicht atmen kann." Von offizieller Seite gibt es noch keine Bestätigung, dass die Covid-Erkrankung als Todesursache festgestellt wurde. Meatloaf ist tot, Familie veröffentlicht Statement auf Facebook. Dem Deadline-Bericht zufolge hatten auch seine Töchter Pearl und Amanda die Möglichkeit, Zeit mit dem Sänger zu verbringen und sich in den letzten Stunden von ihm zu verabschieden. "Wir wissen, wie viel er so vielen von ihnen bedeutet hat. Und wir wissen all die Liebe und Unterstützung wirklich zu schätzen, die uns durch diese Zeit der Trauer wegen des Verlustes eines so inspirierenden Künstlers und schönen Mannes trägt", wird die Familie in einem Statement zitiert, das sie auch auf Facebook geteilt haben. "Aus seinem Herz in eure Seelen, hört niemals auf zu rocken." Meatloaf wurde durch die Rocky Horror Picture Show weltbekannt. Sein Album Bed Out of Hell zählt mit mehr als 14 Millionen verkauften Exemplaren zu den meistverkauften Alben in der amerikanischen Musikhistorie. Bekannt wurde Meatloaf aber zuvor bereits als Schauspieler. In der Filmversion des Musicals der Rocky Horror Picture Show spielte er 1975 den Eddie, die Rolle des wilden und äußerst unglücklichen Ex-Lieferjungen machte Meatloaf auf einen Schlag weltbekannt. Der Film selbst, in dem auch Susan Sarandon und Jim Carrey mitspielen, ist mittlerweile zu einem Klassiker geworden.